Hello and welcome zu meinem neuen Video. Ich habe wieder die Beauty Love Box bekommen und wir öffnen die heute wieder. So. Das ist die Love Box, die heißt Naked. Also full interesting. Dann haben wir wieder hier dieses Format. Ich fand die letzte Box vom Ausschauen her irgendwie cooler. Aber die ist auch cool. Und dann haben wir diese cute Sticker vorne drauf. Okay, ich sehe auf jeden Fall interesting aus. Wir haben hier Hyaluron-Agave-Hanföl. Ich habe zwar gar keinen Plan, ab welchem Alter das ist, aber ich habe hier mein Alter angegeben, also sollte ich wissen, dass es für mich ist. Deswegen gehe ich mir schon davon aus, dass das wahrscheinlich dann auch irgendwie passt. Genau, dann haben wir hier Super Fresh Gum Zahnpflege Kaugummi, plastikfrei und vegan. Dann haben wir hier eine Enzym-Peeling-Pulver, sofortige Reinigung, glattes Hautgefühl und sanfte Peeling-Wirkung für einen Soft-Skin-Effekt. Dann haben wir hier Be Natural, Be Some Lip Balm. Okay, ich glaube, der ist geil. Der sieht auf jeden Fall really, really interesting aus. Und der ist rosa und rosa. Das ist immer geil. Ich habe das Gefühl, das sind mehr Produkte drin als sonst. Dann haben wir hier Skin, Clean Skin Go Gummy. Gummies. Das ist geil, weil es das für Skincare ist. Aber... Ich halte nichts von und ich mag keine Gummibärchen. Deswegen bekommt das wahrscheinlich meine Sister. Weil ich das nicht will. Vorausgesetzt, sie will das. Hey. Dann haben wir Hello Body Coco Stay Coconut Free. Hello Body ist doch voll die gute Marke, oder? Wird doch mal Überwerbung gemacht. Face Cream. Auf die reine Gesicht auftragen. Okay, eine Gesichtscreme. Das könnte auch sehr interesting werden. Und dann haben wir hier noch ein No Planet B Upcycling Join DM. Also DM. Spülung Intensiv Repair. Das ist Spülung. Die finde ich geil. Also, was kann ich davon gebrauchen? Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Der Rest ist auch cool. Aber ich glaube, ich habe dieses Mal mehr Produkte als sonst drin. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind nur noch 6 Stück, glaube ich. Aber ja. Und dann würde ich sagen, schaue ich auch dann gleich die Preise nach von den Products, die ich hier habe. Und sage euch, ob sich die Box gelohnt hat dieses Mal. Wir fangen jetzt mal an mit dem Kaugummi. Wobei ich glaube, der wahrscheinlich das wenigste wird der kosten. Okay, der kostet 2 Euro. Genau, mit 2 Euro für den Kaugummi. Dann würde ich sagen, machen wir mit der Spülung weiter. Die Spülung kostet 3 Euro. Habe dieses Hello Body Teil, das kostet 26. Ne, 23 Euro. Das ist jetzt 23 plus 2 sind 25 plus 3 sind 28. Haben wir den Lip Balm, der kostet 3 Euro. Kaugummis. Die kosten 8 Euro, sind wir bei 39. Die Maske kostet auch nochmal 2 Euro. Bei 3 Euro mehr. Genau, dann sind wir irgendwie bei 40, 44, 45 Euro, irgendwie sowas. Genau, ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Für mich persönlich, also das hier ist nichts für mich. Die Maske bekommt wahrscheinlich auch meine Sister. Und das hier auch. Aber alleine für den anderen Stuff, den ich gebrauchen kann, perfekt, also finde ich voll geil. Dann tschüss, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon gebrauchen könntet und ob es sich für euch gelohnt hätte. Bis dann.